Herzlich willkommen zurück. Heute gibt es den letzten Videoimpuls zu dem Thema Willkommen in deiner Kirche. Und im letzten Video von Matthias ging es ja um die Frage, was wünschst du dir von deiner Kirche? Und ich bin schon gespannt, vielleicht von euch oder von dir zu hören, von deinen Gedanken zu der Frage, ja, und von deinen ganz persönlichen Wünschen. Heute geht es um eine Frage, die nochmal in eine andere Richtung geht, und zwar: Was wünschst du dir für deine Kirche? Ich habe bei der Frage tatsächlich zuerst an Geburtstagskarten gedacht, denn die sind ja häufig voll mit Wünschen, die man für andere Personen hat. Man wünscht ihnen Glück und Gesundheit, Freude, Segen und noch viel mehr. Aber einer ganzen Kirche schreibt man selten eine Karte und ihr etwas zu wünschen fühlt sich vielleicht auch ein bisschen seltsam an. Wie soll das denn konkret aussehen? Was wünscht man sich so für seine Kirche? Der Kartenschreiber der Bibel war vermutlich Paulus. Wir haben in der Bibel ja viele verschiedene Briefe von ihm, die er an unterschiedliche Gemeinden geschrieben hat. Und in diesen Briefen ist er immer auf die jeweilige Situation der Gemeinde eingegangen und auf den Kontext, in dem sie sich befindet. Und zum Schluss des Briefes hat er der jeweiligen Gemeinde immer noch etwas gewünscht. Und dieser Wunsch hört sich bei allen Briefen tatsächlich sehr ähnlich an. Denn der Kerngedanke ist immer der gleiche. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Obwohl es ganz unterschiedliche Gemeindesituationen sind und die jeweiligen Adressanten ganz unterschiedliche Themen bewegen, bleibt der Wunsch am Ende gleich. Die Gnade Jesu soll mit der Gemeinde sein. Diese Gnade soll für sie erlebbar werden. Ja, Gnade ist so ein großes Wort. Wenn ich dir wünsche, dass die Gnade Jesus bei dir ist und ja für dich erlebbar werden soll, was wünsche ich dir dann eigentlich genau? Um das Ganze für sich ein wenig klarer zu haben und runterzubrechen, ist es hilfreich, die Gnade auf drei Bereiche aufzuteilen: die Liebe, das Leben und die Freiheit. Zuerst die Liebe. Wenn die Gnade Jesu erlebbar wird, dann begegnet man der bedingungslosen Liebe, die Jesus für einen hat. Es ist eine Liebe, die geduldig ist und die niemals aufhört. Und es ist eine Liebe, in der es kein Aber gibt und in der man angenommen ist. Die Gnade Jesu sei mit dir. Erlebe die Liebe, die er für dich hat. Dann zum zweiten Punkt. Gnade zu erleben bedeutet, ein Leben in Fülle zu erkennen und zu leben. Und das heißt, dass man alles, was Gott einem geschenkt hat, immer mehr sehen kann und verinnerlichen kann und ja, sein Leben davon durchströmen lässt. Denn Gott hat jeden so reich beschenkt. Mit Gaben, mit Menschen und mit dem, was einen einzigartig macht. Ja, und mit so viel mehr. Und er schenkt immer weiter, und zwar ohne Gegenleistung. Die Gnade Jesu sei mit dir. Erlebe das Leben in Fülle, was er dir schenkt. Und dann zum dritten Punkt. Gnade und Freiheit. Gnade bedeutet, gerettet zu sein von dem, was einen unfrei macht und was einen von Gott trennt. Und ja, in dieser Rettung aus Gnade heraus geht es dann natürlich um das ganz große Thema ewiges Leben. Aber das ist nicht alles, denn diese Rettung ist auch schon in diesem Leben erlebbar und ja, greifbar. Und Jesu Plan für unser Leben ist Freiheit von Zwang und Schuld, und bei ihm gibt es Vergebung und Neubeginn. Die Gnade Jesu sei mit dir. Erlebe die Freiheit, die er dir geben will. Wenn ich dir also wünsche, dass du die Gnade Jesu erlebst, dann wünsche ich dir, dass Liebe, Leben in Fülle und Freiheit immer mehr kennenlernst. Damit du aus der Gnade heraus leben kannst, sie immer mehr deinen Alltag durchdringt und in ihm einen Unterschied macht. Und so kann ich diesen Wunsch der Gnade auch meiner Kirche zu sprechen. Ich wünsche meiner Kirche, dass sie zu einem Ort und zu einer Gemeinschaft wird,
in der die Gnade Jesu für Menschen erlebbar wird. Welche Person fällt dir als erstes ein, der du wünschst, dass sie die Gnade Jesu spürbar erlebt, vielleicht in ihrer jetzigen Situation gerade? Und wenn du eine Person vor Augen hast, dann überlege gerne weiter mit der Frage, wie kann deine Kirche, wie kann die Friedenskirche für diesen Mensch zu einem Ort werden, an dem diese Gnade für ihn erlebbar wird? Und was bedeutet das für uns als Gemeinschaft? Was wünschst du dir für deine Kirche? Wir sind jetzt am Ende dieser Videoserie und ja, ganz bald heißt es dann wieder Willkommen in deiner Kirche, hier vor Ort im Brandweg. Bring deine guten Wünsche für deine Kirche mit, wenn du wieder hierher kommst. Denn wenn wir uns auf die Gnade Jesu ausrichten, dann werden wir immer mehr zu einer Gemeinschaft, in der diese Gnade erlebbar wird. Amen.